So Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 2. Wir waren letztens stehen geblieben, keine Ahnung wo, wir haben ein paar Scheunenfunde auf jeden Fall gemacht, haben glaube ich ein oder zwei Rennen gefahren, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon eine ganze Weile her. Aber wie ihr sehen könnt, wir sitzen in einem neuen Auto, was es vorher noch nicht gab. Und zwar ist das der BMW M5 von 1988, glaube ich, oder 87. Sehr schönes Ding, gefällt mir richtig gut. Schöner Sechszylinder drin. Macht auf jeden Fall Laune, aber ich will mich nicht zu lange aufhalten. Das Ding ist, glaube ich, noch serienmäßig. Ich glaube, ich habe da noch gar nichts weiter dran gemacht an dem Auto. 200 Meter nach links. Wir wollen heute noch ein paar Scheunenfunde finden, zumindest einen. Nach links abbiegen. Also ich muss sagen, die Kiste ist auf jeden Fall richtig gut zu steuern. Also das macht auf jeden Fall Laune. Ich glaube, ich werde die da noch ein bisschen aufbauen, vielleicht auf ein B-Klasse-Auto. Mal gucken. Links halten. Auf jeden Fall. Ich glaube, an dem Auto werde ich noch so ein paar kleine Sachen machen, ein bisschen Motortuning auspumpen, sowas vielleicht. Ansonsten fährt er sich eigentlich schon richtig gut. Ist halt ein bisschen lahmarschig noch, weil er halt relativ schwer ist, finde ich. Aber ansonsten. Ansonsten ist das ein gutes Auto auf jeden Fall. So, aber ich habe hier vorne schon den nächsten Scheunenfund lokalisiert, zumindest die nähere Umgebung hier. Und das ist sogar in dem Gebiet, bei dem wir in der Demo gespielt haben hier. Also ich vermute mal, das wird vielleicht sogar hier irgendwo die Ecke sein. Schauen wir einfach mal gucken. So weit kann es nicht weg sein eigentlich. Hier ist alles abgesperrt, wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass wir hier lang kommen. Oh Gott, da ist ein Baum. Ja, nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier links überhaupt lang können jetzt. Ich vermute mal, der Scheunenfund wird wieder mitten in irgendeinem Wald sein, denke ich mal. Man sieht vor allen Dingen hier ist ein Weg, aber hier ist eine Mauer dazwischen. Ganz komisch auf jeden Fall. Aber im Prinzip müssen wir eigentlich immer so in Bäumen, in irgendwelchen Wäldern auskundschaften. Irgendwo wird der Scheunenfund meistens in irgendeinem Wald sein, denke ich mal. So, von daher würde ich jetzt einfach mal hier so die Mauer erstmal langfahren. Mal gucken, ob hier so eine Umgebung ist, ein Schild. Das ist schon mal gut. Sehr gut versteckt, aber wir haben wieder 7000er plus. Aber immerhin, Schilder nehme ich immer mit, sobald ich sie sehe. Manchmal fährt man ein Rennen dran vorbei, das ist natürlich jetzt nicht so gut, aber ansonsten nehme ich die Dinger eigentlich immer mit. So, und wir halten natürlich wieder nach einer Scheune ausschauen. Ich hoffe, diesmal klappt das ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Oder vorletzten Mal, glaube ich. Weil die eine Scheunenfunde war wirklich sehr gut versteckt gewesen, muss ich sagen. Und ich glaube, wir kommen hier gar nicht höher, wie es aussieht. Ich glaube, wir haben ein Dings, einen Stufenaufstieg hier. Den können wir natürlich noch nutzen. Ja, einen Stufenaufstieg und einen Bonus. Also die Bonuspunkte hier, diese Perks, die habe ich fast alle benutzt schon. Da ist mittlerweile fast alles voll. Leider keinen Chevy bekommen, kein Chevy Bel Air. Aber ihr seht schon, ich habe die Punkte alle soweit ausgegeben. Es sind bloß eine Handvoll Punkte übrig. Ich glaube, das werde ich noch machen auf jeden Fall als nächstes. Das eventuell. Und ich glaube, das hier unten könnte auch ganz sinnvoll sein. Mal gucken, Schnellreise. Aber ich fahre lieber eigentlich. Mir macht das richtig Spaß zu fahren. Im Spiel zumindest. Ich glaube nicht, dass hier der Scheunenfund ist. Nein, wir sind mitten an der Straße. Hier ist übrigens die Stelle, wo wir unser erstes Rennen gemacht haben. Das erste Geländerennen. Nicht so schön auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist auch eine Mauer, wie es aussieht. Ja, das sieht man ganz schwach eine Mauer. Schade. Schade, schade, schade. Auch die hört hier auf und deswegen biege ich jetzt einfach hier ab. Oh. Obwohl, ich kann hier hinten lang fahren, wie es aussieht, oder? Ja, mein BMW ist heute auch wieder von der Werkstatt zurückgekommen. Ich hatte ein paar kleine Rostlöcher im Auto in der Boden. Bleibt bei 27 Jahren Nutzung natürlich nicht aus. Aber jetzt dürfte er eigentlich wieder so gut wie neu sein, denke ich mal. Hat er sehr gut gemacht, die Werkstatt. Sämtliche Rostlöcher weggemacht, neue Spleche darüber, neu versiegelt alles. Und da ist mein guter alter 3er BMW jetzt fast wie neu. Ich fehlen bloß ein paar Sachen für ihn. Wenn euch das ein bisschen interessiert, wenn ihr mit Autos so ein bisschen was anfangen könnt. Route wird neu berechnet. So, hier unten ist glaube ich schon das Festival, wie es aussieht. Also hier geht es auch nicht weiter. Also es muss irgendwo hier sein, denke ich mal, in dem Wald. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt bei Zeiten finde und nicht wieder 100 Mal dran vorbeifahre. Ja, ich hoffe es einfach, dass es hier irgendwo ist.
Weil so schwer kann das eigentlich nicht sein hier. Da was zu. Da hinten. Da vorne. Man muss schon ziemlich genau gucken. Die sind immer ziemlich gut versteckt, die Scheunenfunde. Ich bin nicht gerade eben gewesen. Sagen. Aber ich bin hier gerade gewesen, oder? Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt komplett verfahren habe. Das war natürlich auch nicht so schön. Boah, wo ist der Scheunenfund hier? Fahren wir einfach mal in den Wald rein hier, mal gucken. Also ich versuche das jetzt hier ein bisschen, wenn ich es nicht finde, gebe ich es auf. Also ich denke mal, eine Runde werde ich noch fahren durch den Wald irgendwo hier. Vorne könnte was sein, oder? Nee, das ist ein Haus, ein ganz normales. Fuck. Ich bin doch schon eine Runde gefahren im Prinzip jetzt. Das ist ärgerlich jetzt. Eigentlich bin ich schon einmal ringsrum gefahren hier. Wie gesagt, hier war diese Mauer vorhin gewesen. Irgendwo. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, ich glaube, hier war die Mauer, wenn ich mich nicht irre. Ja, können wir bloß noch ein bisschen weiter in der Mitte gucken hier. Hier vielleicht oder hier. Ja, hier ist die Mauer auf jeden Fall gewesen. Hier kann, glaube ich, nichts dahinter sein, hinter der Mauer. Ah, das ist ja natürlich echt kacke jetzt hier. Ich habe jetzt keine Lust, wieder stundenlang nach einer Scheune zu suchen hier. Vielleicht ist die hier oben in dem Wald. Ich glaube, hier oben habe ich noch nicht richtig geguckt. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr tagsüber sucht, falls ich das nicht erwähnt haben sollte. Meistens führt, glaube ich, sogar einen Weg oder so hin, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, bisher hat bei fast allen Scheunenfunden Wege hingeführt, wenn ich mich nicht irre. Aber wie gesagt, kann mich auch irren. Ihr müsst es am besten selber raussuchen, also ich weiß nicht. Oh Mann, wenn ich jetzt wieder die Scheune nicht finde, hier, dann flippe ich aus, ey. Das ist auf jeden Fall die Strecke hier. Das ist auf jeden Fall die Strecke, wo wir am Anfang waren mit diesem komischen Schlammrennen hier, mit diesem Crossrennen. Vielleicht hier oben? Hier oben war ich glaube ich noch nicht. Das sieht gut aus hier, oder? Fuck, jetzt wird es auch noch dunkel. Ah, tatsächlich. Ja, sehr gut. Wäre ich doch direkt hingefahren. Ja, aber so viel zum Thema erstmal. Guten alten ich BMWs. Ich habe gerade im Radio was über Scheunenfunde gehört. Ich denke, wir sind echt an was dran. Ja, Trommelwirbel, was ist das? Sieht aus wie Maserati. Ferrari. Lamborghini Miura. Lass mal sehen. Wow, Mann. Das ist ein Lamborghini Miura. Oh mein Gott, eines der schönsten Autos, die je gebaut wurden. Oh, den will ich haben. Und da steht herrenlos rum. Himmel. Den will ich haben. Auf jeden Fall ein toller Fund. Freue mich drauf, an dem Baby zu arbeiten. Vor allem wächst da runter Gras. Das Einzige, wo Gras wächst, ist unterm Auto. Sonst wächst nirgendwo Gras. Ja, sehr schön. Dann haben wir einen Lamborghini gefunden. Müssen wir ein paar Minuten warten und dann können wir mit dem Ding auch fahren. Und ich glaube, wir werden jetzt auch direkt das nächste Schaurennen machen. Ich glaube, hier unten ist das. Ja. Und dann sind noch zwei Scheunenfunde übrig. Mal gucken, ob ich die heute noch hinbekomme. Eine ist da hinten. Das andere ist bei Nizza. Und dann haben wir auch alle Scheunenfunde, was auch sehr gut ist. So, das Problem ist jetzt allerdings, wir müssen jetzt die ganze Zeit lang fahren hier, also... Heute ist schon mal drauf, eine ziemlich lange Fahrt. Eine Nachtfahrt vor allen Dingen. Wenn möglich, bitte wenden. So, machen wir die Cockpit-Perspektive wieder anmachen, weil die gefällt mir richtig gut. Ich muss sagen, das Spiel, also vom Feeling her, ist es richtig geil. Also Cockpit-Perspektive, generell die Steuerung der Autos. Motorengeräusche, alles richtig geil gemacht. Mit dem Lenkrad komme ich zwar nicht wirklich klar, aber das war bei Forza 5 auch schon so. So, ich versuche natürlich wieder mal so zu fahren, dass ich auch möglichst realistisch fahre. Sprich, nicht irgendwelche Unfälle provozieren oder sowas. Aber wie das klingt, einfach nur geil. Also die Motorengeräusche haben sie echt richtig gut hinbekommen. Gut, dass der links abgebogen ist. Sonst hätte er mich jetzt wahrscheinlich gerammt. Ja, und wir können von Gegenverkehr bzw. von Gegnern
gegnerischen Tribe tarnen, können wir Fotos machen. Habe ich schon mal ein paar gemacht, aber noch nicht so viele. Werde ich vielleicht offscreen mal machen, weil ich glaube nicht, dass euch das interessiert, wenn ich von jedem der 200 Autos versuche, Fotos zu machen. Ich war auch schon mal lang gefahren. Mit 140 schafft er die Kurve. Nicht schlecht für so ein altes Auto. Ich finde es auch gut, das ist übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das glaube ich. Also ist auf jeden Fall ein Auto aus dem Mobile One Car Pack. Kostet 5 Euro, sind 6 Autos dabei. Eins davon ist allerdings kostenlos und das ist dieser BMW und der ist wirklich empfehlenswert. Gute alte M5, ich glaube der allererste ist das sogar. Ich glaube vorher gab es noch keinen M5. Also ich würde mich freuen, wenn noch mehr alte europäische Autos kommen. Ich finde die alten Kisten einfach nur richtig cool. Ja, unter anderem ist in den McMyers Car Pack zum Beispiel noch ein Scirocco 2 drin von VW. Auch ziemlich cool, den würde ich auch gerne noch haben. Und ein Renault Clio RS, der neue. 2013 oder so dabei, den will ich auch haben. Also ich glaube, ich werde mir ja sowieso den Autopass holen. Und den Carpass, der kostet 25 Euro, ist ein Pack. Ein Paket dann sozusagen kostenlos, oder ein Autopaket. Während man 5 bezahlt, 5 voraus. Oh fuck. Nein, das war nicht gut. Vor allen Dingen hat das Ding auch endlos Traktion hier, das ist wirklich geil. Das Ding quietscht kaum mit den Rädern. Kann wirklich Vollgas geben mit den Kurven, passiert fast nichts. Aber wie gesagt, wenn ihr euch das Carpack holen wollt, das müsste glaube ich seit 3 oder 4 Tagen, also sprich seit, ich glaube Anfang Oktober, oder Mitte, ja Anfang Oktober kam das Spiel raus. Aber ich glaube eine Woche nach Release kam das erste Paket schon raus. Er hat ein bisschen wenig Leistung, das Auto auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn wir das Paket noch holen, werden denke ich mal die anderen Autos mal Probe fahren, vielleicht werde ich ein extra Video noch machen. Wo ich damit schon relativ spät dran bin, das hätte ich eigentlich schon eher machen müssen. Aber wie gesagt, ich war das Wochenende jetzt nicht zu Hause. Von daher konnte ich auch keine Videos machen und das waren einige Messpass. Oh, den habe ich überhaupt nicht gesehen. So, und dann bin ich mal gespannt, was das Schaurennen hier bringt. Ich glaube, das ist so ein Flugzeug, was wir da wieder verfolgen müssen. Also, ich glaube, das ist schon das dritte Flugzeug, was wir jetzt. Das dritte Flugzeugrennen, was wir jetzt machen. Also wir hatten ja am Anfang die Kunstflieger, die hatten wir auch in der Demo schon. Dann hatten wir ja diesen Propeller oder Düngerflieger oder was auch immer, Ernteflieger oder was auch immer das ist. In 400 Metern haben sie ihr Ziel. Ja, und dann haben wir jetzt halt, ich glaube, das ist eine größere Maschine, wie es aussieht jetzt hier. Da vorne ist es schon. Ja, das sieht aus wie eine große Propellermaschine, Bombe oder sowas. Da bin ich mal gespannt. So, keine Ahnung, was wir da für ein Auto haben. Mich würde es auch freuen, wenn wir die Autos gewinnen würden, wenn. Ich weiß nicht, ob wir die Autos jetzt gewinnen, die wir hier bei den Schaurennen benutzt haben, wenn wir da die Rennen gewonnen haben. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Müsste ich mal gucken, ob ich das Auto gewinne jetzt. Oh, Jaguar. Nicht schlecht. Natürlich jetzt nicht das allerleichteste zu steuernde Auto, vor allem nicht bei Regen, aber okay. Während der Flieger schon losfliegt. Ihr müsst beide dieselben Punkte treffen. Und das Ding hat einen gewaltigen Wendekreis. Das ist gut. Das ist gut, dass das Ding nicht abkürzen kann. Aber ich vermute mal... Ja, ihr seht schon, durch die Traktion oder durch den Regen wird es wahrscheinlich nicht unbedingt leichter. Ich glaube, ich werde mal wieder hier die externe Perspektive nehmen. Da habe ich ein bisschen mehr Überblick, wann das Auto... zum Beispiel jetzt sich wegschmeißt. Mal gucken. Aber ich sehe gerade, die Kontrollpunkte sind sehr weit auseinander. Das ist nicht gut. Ich muss oben fahren, der Flieger kann natürlich geradeaus fahren. Und ihr seht schon, der Regen. Oh mein Gott. Das rutscht natürlich schön hier. Ah, ja, ich glaube, das wird wieder so ein Rennen, was ich mehrmals schauen kann. Hier. Da kommt er. Wow, das sieht schon cool aus. Mit so einem alten Bomber da. Ja, das wäre zu schön gewesen, wenn es so einfach wäre. Der ist schon mal deutlich vorne, glaube ich, jetzt, wie es aussieht. Auch mal gucken. Ich glaube, die Rennen sind schon so ein bisschen dramatisch gemacht hier, dass man erstmal sonst weit vorne ist. Und der dann auf einmal aufholt, weil wieder ein Haufen Kurven kommen. Ähnlich wie bei dem Ballonrennen. Das sah ja auch ziemlich knapp aus und am Ende hatte ich wirklich nur 3 oder 4 Sekunden Vorsprung. Aber das sieht schon cool aus mit dem Bomber. Also optisch sind die Schaurennen wirklich Schaurennen.
Nicht so wie beim ersten Teil, wo zwar ab und zu mal ein Flugzeug über die Strube flog, aber ansonsten, eher nichts war. Zum Glück gibt es hier auch nicht so viele Kurven. Jetzt überhole ich. Da schaffe ich es noch direkt nach vorne. Ja, direkt erster. Sehr gut. So, jetzt wollen wir auf die Bremse gehen hier. Ich will nicht abfliegen hier. Oh, jetzt wird er schnell auf immer. Oh, die Hälfte ist schon rum vom Rennen eben. Wenn ich hier abfliege, war es das. Da kann ich das Rennen vergessen. Ihr seht schon, die Kiste schwimmt, ey. Die schwimmt. Oh fuck. Ja genau, das meinte ich. Na komm, gib Gas. Ja, das war schon mal schlecht gewesen. Ihr seht schon, ich muss hier ganz schön Abkürzung. Weiß nicht, ob ich hier eine Abkürzung nehmen kann. Fuck, jetzt ist das immer ein Geländerende oder was? Ah, das ist ein bisschen los. Ah, es ist unfair, hoffentlich schaffe ich das noch. Ja, was soll ich sagen? Also ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Wenn nicht, werde ich es wahrscheinlich rausschneiden. Weil das doch ein ziemlich langes Rennen ist, wie es aussieht. Boah, ich dachte schon, ja, was war jetzt fest? Also, da ist immer ein bisschen Glücksspiel dabei, welcher Mast jetzt hier fest ist und welcher nicht. Müssen wir jetzt zum Flughafen? Das könnte aber echt knapp werden jetzt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall Zweiter. Oh Mann, wenn ich das jetzt nicht packe, dann flieg ich aus. Mit Regen ist es echt kacke hier. Ja, der ist schon vor mir da. Das ist kacke. Der landet schon. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Oder? Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Fuck, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich noch. Oh, ja. Boah, das war knapp, ey. Boah. Wow, also ich muss echt sagen, die Schaurennen. Ich habe nicht gedacht, dass du eine Chance hast. Du warst wie besessen, als du ihn gejagt hast. Ja. Es war doch nicht ganz so knapp, wie es aussah. Also anderthalb Sekunden knapp. Aber trotzdem, war richtig geiles Rennen. Richtig cool gemacht. Respekt. Also die Schaurennen sind alle eins nach dem anderen richtig hammergeil geworden, ey. Da muss ich sagen, das sind die absoluten Höhepunkte hier von dem Spiel. Schade, dass es plus 5 davon gibt, soweit ich weiß. Leider. Damals gab es, glaube ich, 10 in Forza 1. Und ich bin eigentlich ziemlich schlecht gefahren, muss ich sagen. Ich bin einmal, glaube ich, ganz aus der Kurve geflogen, einmal irgendwo dagegen gefahren und trotzdem noch Erster geworden, das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, die Rennen sollen noch so ein bisschen dramatisch sein, glaube ich. Also, mal gucken. So, was machen wir als nächstes? Also, wir haben ja jetzt hoffentlich diesen Jaguar gewonnen. Ich werde gleich gucken, ob der jetzt in der Garage ist. Direkt. Aber ein sehr cooles Rennen. Das sind definitiv die 5 besten Rennen hier in dem Spiel. Transportflugzeuge, Ballons, ein Zug. Also, die Schaurennen sind wirklich das absolute Highlight. Und das gibt es auch in nicht vielen Rennspielen, muss ich sagen, dass man gegen irgendeinen Zug fährt oder gegen ein Transportflugzeug. Weil die noch so spektakulär. Okay, Leute, das war's für diese Meisterschaft. Versammelt euch am Treffpunkt Nizza Massena, wenn ihr bereit seid. Auf jeden Fall ziemlich cool. So, aber bevor wir das machen, werden wir jetzt natürlich den nächsten Scheunfund suchen. Mal einmal dabei sind. So. Storm Chase. Das liegt wie Twister hier. Die Leute, die Tornados hinterherfahren. So ähnlich. Ich glaube, die sind auch Storm Chaser oder sowas. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ist es ein scheiß Wetter gewesen zu das Rennen. Also, ich glaube, mit einem Allradauto hätte ich da auch nicht so große Probleme gehabt, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach geworden. So, jetzt fahren wir mit uns am M5 noch ein bisschen ins Gelände hier. Ach ja, ich wollte mal gucken, ob ich den Jaguar jetzt besitze. Gucken, was hier überhaupt noch Schönes ist. Rivalen, keine Ahnung. 9 Rivalen habe ich, sehr schön. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch so Schönes in den Nachrichten hier? Moment, hier war's. So. Mein Trivatar hat was gewonnen, wie es aussieht. 22.000, sehr schön. Ja, ich weiß auch nicht mal, wie viele mittlerweile in dem Club sind hier von Pete's Meat. Keine Ahnung. Ich bin immer noch Rang 4.
von 536. Also ist schon ein ziemlich großer Rang, ziemlich großer Club auf jeden Fall. Ich wollte den Club eigentlich wechseln, ich wollte eigentlich einen anderen Club nehmen, aber die waren alle schon voll. Also Pete Smith ist da schon ganz gut dabei mit seinem Club. Aber es gibt noch deutlich größere. Ich finde das verdammt geil, dass die endlich ein Wettersystem eingebaut haben. Ich muss sagen, auch die Autos sehen bei Regen ausnahmsweise sogar noch besser als bei Sonnenschein. Also durch diese Nässe hier, ihr seht das wahrscheinlich auch, wenn das Video vielleicht ein bisschen schlechter ist wie das Spiel. Aber ihr seht, auf dem Auto sammelt sich Regen. Regenwasser. Das sieht richtig hammergeil aus. Scheiß Fiesta. Ja, muss ich echt sagen, das hat die so Bombe hinbekommen. Das sieht wirklich... Bei Regen sehen die Autos fast wie echt aus, wie frisch poliert. So, ich bin gespannt, was es jetzt für ein Auto gibt hier. Wir haben hier einen Lambo bekommen, der müsste eigentlich dann gleich fertig sein. Da können wir dann direkt gucken. Bis jetzt kam noch keine Meldung, glaube ich. In der Radarfalle. Ich glaube, wir waren schon noch gar nicht gewesen vorher. So, ich glaube, wir werden diesmal mal hier hinten gucken. Hinten mal anfangen zu gucken. Oh, das sind noch steile Berge hier. Genau das richtige Auto dafür. Die wird bestimmt hier oben irgendwo sein, die Scheune. Obwohl so steil am Berg, glaube ich, bald nicht. Aber ich fahre trotzdem mal gucken. Ich glaube, so steil am Berg wird die wahrscheinlich nicht sein. Aber vielleicht hier oben irgendwo. Ne, hier auch nicht. Hätte ja sein können. Wer weiß. Nicht in die Bäume rein. Ich glaube, so viel Auswahl haben wir hier an dem Level auch gar nicht, weil hier ist überall Mauer, beziehungsweise Felsen. Ein Stier dazwischen. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier so viele Möglichkeiten haben, irgendwas zu finden. Ich denke mal vielleicht hier unten eher. Vielleicht hier in dem Wald. Vermute ich mal. Ich glaube, ich war gleich gegen Baum. Ne, doch nicht. Aber Glück gehabt. So. Da hinten ist doch schon eine Scheune, oder? Ich glaube, ich habe gerade eine gesehen. Ja, genau. Das ging schnell. Wenn es immer so einfach wäre. Sehr cool. Und damit haben wir Scheunenfund Nummer 9 gefunden. Die Scheunen sehen alle identisch aus. Ich freue mich, wenn du anrufst. Du zeigst mir immer was Tolles. Du hast eine Glückssträhne, Mann. So, und beim 10. bekomme ich ein Date, oder? Was ist das denn? Ferrari? Maserati? Maserati! Oh Mann, weißt du, was das ist? Ein Maserati Birdcage. Davon wurden nur etwa 17 hergestellt. Cool. Wir müssen ihn zum Fuhrpark bringen. Sieht zwar aus wie scheiße, das Ding, aber warum nicht? Ich mach mich an die Arbeit. Maserati Tibo Birdcage. Warum danke, nicht? Dass du mir Bescheid gesagt hast. So, und unser Lambo ist fertig. Das ist super. So, das bedeutet, wir haben jetzt alle Schaurennen. Wir haben fast alle Scheunenfunde, bis auf einen noch. Der Jura ist fertig. Aber keine Eile. Ich könnte ihn den ganzen Tag anstarren. Ja, ja, die Miura ist ein geiles Teil. Ist aber angeblich auch irgendwann mal Nachfolger rauskommen. Also, Konzept gibt es schon dafür. Aber das erinnert mich an was hier. Einige Rennen, die ich hier gemacht habe. Dafür bin ich mal mit einer Supra lang gebrettert, ein Rallye-Rennen oder sowas, glaube ich. Offscreen. Das war nicht schön auf jeden Fall. In 400 Metern nach links abbiegen. Ja, das war ein bisschen missglückt, aber okay. So, wie gesagt, wir haben das Festival jetzt noch fertig. Oder besucht. Mal gucken, ob wir unseren Lambo jetzt direkt mal fahren können hier. Ja, hier fehlt eindeutig ein bisschen Leistung, muss ich sagen. Ich glaube, ein bisschen Leistung wäre die Kiste noch deutlich besser zu driften. In 100 Metern nach links abbiegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Strecken hier in der Stadt so ein bisschen leblos sind. Müssten eigentlich ein bisschen mehr Verkehr machen. Fußgänger, okay, das sehe ich noch ein, aber ich meine, zu der Stadt gehören eigentlich auch Fußgänger. Ich glaube, in The Crew kann man Fußgänger, also nicht überfahren, aber man kann auf jeden Fall direkt auf der Straße Fußgänger sehen.
Ich meine, ich bin froh, dass es überhaupt Fußgänger gibt, zumindest in abgesperrten Teilen hier. 200 Meter nach rechts. Aber ich finde es ein bisschen, zumindest in den Städten, finde ich es ein bisschen leer auf jeden Fall. Und jeder fährt hier einen Golf 3, Fahrer 6. Ist euch das schon mal aufgefallen? Für die Leute, die das Spiel haben. So, wir gucken jetzt in unserem Fuhrpark. Prima. Was stellen wir heute mit deinem Auto an? Erstmal gucke ich, ob wir hier diesen Jaguar jetzt haben. So. Das sind unsere ganzen Teile, die wir bisher gefunden haben. Wir haben einen VW-Bus gefunden. Ich weiß gar nicht, was wir als letztes gefunden hatten. Ein Ford Capri, glaube ich. Oder den Alpha hier. Einen von den beiden auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir halt noch den Jaguar XK120. Der gehört mir jetzt selbst. Fertig. Hat leider länger gedauert. Aber versuch mal, einen Kühler für ein Auto aufzutreiben, das in den 50ern vom Band genommen wurde. Ja, nachbauen. Viel Spaß damit. Ja, bei jedem Auto fehlt irgendein Teil, warum es länger dauert. Das ist eine gute Ausrede auf jeden Fall. So, aber wir wollen ja jetzt den Jaguar fahren, wir wollen ja den Lambo fahren. Den habe ich jetzt gerade wieder falsch gesucht. Da ist der Lambo, sehr schön. Ich glaube, der hat einen ziemlich lang übersetzt. Also, als er zum ersten Mal vom Band rollte, war das der schnellste Sportwagen der Welt. Keine lahme Krücke, selbst nach heutigen Standards. Hammergeil. Spritzt du gefällig? Auf jeden Fall, da steige ich direkt ein. Ich glaube, den konnte man in Test Drive Unlimited fahren, wenn ich mich nicht irre. Und da hatte der eine übelst lange Übersetzung gehabt. Und ich glaube, das war der letzte, den ich hatte hier, oder? Ja, einer fehlt uns noch, wie gesagt, der wird gerade gebaut. Aktueller Status kann man sogar angucken. Ich finde das schade, dass es so schnell geht. Zerlegung in Einzelteile, bla bla bla. Der ist restauriert. Katalogisierung. Ich finde es schade, dass das so schnell geht. Eigentlich müsste das wirklich 2-3 Stunden dauern, bis man den fahren kann. Das wäre cool. Ja, B629. Damit ist mein Renault Megane sogar schneller. So, was hat er denn? 261 Newton. Hier 261 Kilowatt. Das sind, glaube ich, irgendwas um die knapp 400 PS. Ich mich nicht auch. Ja, keine Ahnung. 100 kW sind 136 PS, also ja, könnten 400 sein. So, aber relativ leicht. Ja, nehmen wir auf jeden Fall die Kiste. Warum nicht? So, lackieren werde ich nichts. Ich werde mir das Ding jetzt einfach so fahren, wie es ist. Ist ja bloß ein kleiner Cruise. Und wir fahren zurück nach Castelletto. Ist das nicht schön? So, und bevor wir das machen, muss ich das jetzt echt schon aussuchen, was ich als nächstes fahre. Was fahren wir denn als nächstes? Ich würde gerne mal so ein Classic Car fahren. Ich glaube, wir fahren den Lambo gleich direkt. Aber den Lambo doch mal gucken. So, zack. Lambo. Werde ich natürlich noch ein bisschen off-tunen dann. Also, das war eine, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr tunen. Gute Leistung heute. Das Publikum war hellauf begeistert. Die nächste Etappe, oh ja, der erste Gang zweit, geht uns runter nach Castelletto. Und denkt dran, das ist kein Rennen. Also macht euch keinen Stress. Genießt. Naja, sagt es den anderen. 200 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ich glaube, das ist ein gutes Auto. Da kann man wirklich was draus machen hier. Oh ja, ich glaube schon. In 400 Metern. Ja, das Ding fahren wir um. Oh. Ja, jetzt ist ja doch ein bisschen Verkehr hier. Ja, man muss halt sehr weit ausdrehen, das Auto. Der erste geht bis fast 100. Aber so fährt sich das Teil eigentlich richtig cool, muss ich sagen. Sehr beherrschbar. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel machen. Ich glaube, ein bisschen Motorleistung, anderes Getriebe vielleicht. Wobei das Getriebe eigentlich wirklich zum Auto auch passt. Aber ansonsten ist das Teil eigentlich so, wie es ist, eigentlich richtig cool. Optisch cool, das Giftgrün ist geil. Was will man mehr eigentlich? So, fahren wir zurück nach Castelletto. Das ist, glaube ich, die erste Autotour, die wir hatten. Direkt nach Castelletto. Da sind wir, glaube ich, nach Nizza gefahren. Das ist genau der gleiche Weg jetzt zurück, wie es aussieht hier. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, dass jetzt zufällige Autotouren sind. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir die Meisterschaft gewonnen haben. Ich glaube, wir brauchen noch bloß noch ein oder zwei Rennen. Vielleicht schaffe ich das ja heute noch, die Meisterschaft zu gewinnen. Da bin ich mal gespannt. Ob ich dann gegen irgendeinen Typen ein Rennen fahren muss oder so. Da bin ich mal gespannt. Bin gespannt, was es dann für eine Belohnung gibt.
Irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube, irgendein Typ hier in dem Spiel hat gesagt, wenn man die Meisterschaft gewinnt, gibt es was ganz Tolles.